Wir sind heute hier beim Integrationscamp der Wirtschaft von der Vereinigung der Hessischen Arbeitgeberverbände. Neben mir steht Hans vom Jobcenter Wetterau. Hans, wir haben uns eben unterhalten über die Integration von Flüchtlingen und du hattest so eine Idee, sowas müsste viel kürzer, schneller zu Arbeitsmöglichkeiten führen. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Absolut. Also im Grunde geht es darum, dass wir eine Art Basisqualifikation für alle schaffen, die im Prinzip hier in das Land kommen, um einfach eine unbürokratischere Integration in Arbeit zu gewährleisten. Und das stelle ich mir halt so vor, dass man innerhalb eines Monats allen sozusagen die Basisqualifikation 1 gibt, indem man dann halt sagt, okay, der Mensch weiß dann, ich habe hier pünktlich zu erscheinen, hat einen gewissen Sprachstand, mit dem er dann auch schon weiß, was von ihm verlangt werden kann. Und darauf aufbauend, man die Leute dann direkt beim Arbeitgeber auch mal anbringen kann und sagen kann, hier, wie wäre es mit einem Praktikum über 4 Wochen oder sie dann direkt auch für einen Teilzeitarbeitsvertrag begeistern kann. Also einmal die Arbeitgeber und natürlich die Migranten. Warum geht das heute nicht, dass man Leute nach einem Monat praktisch in ein Arbeitsverhältnis, vielleicht Teilzeitverhältnis oder Praktikum bringen kann? Viele sind ja gefangen, sage ich mal, durch die ganze Bürokratie, die da sehr stark eben vorhanden ist, wo man auch als Deutschstämmiger da schwer durchblickt. Und um das Ganze eben zu vereinfachen und dann nicht diese ewig langen Wartezeiten zu gestalten, sage ich mal, man gestaltet sie sich ja oft selbst, das würde letztendlich dazu führen, dass wir da einfach schneller dran sind und unbürokratischer arbeiten könnten. Ne? Wo müsste man als erstes ansetzen? Was wäre so der Hauptpunkt, um diese unbürokratische Vorgehensweise hinzubringen? Ich glaube an der Sichtung, direkt an der Basis. Man müsste die Migranten direkt auch abholen. Wir müssten in die Flüchtlingsunterkünfte, wir müssten dort direkt eine Art Jobpoint haben oder dieses Basispoint, wo man dann halt genau dahin qualifiziert und gar nicht jetzt groß mit schulischen Qualifikationen, sondern mit diesen Basiswerten, sage ich mal, die für unsere Gesellschaft stehen und dies dann den Migranten auch erleichtern, da den Einstieg zu finden. Das heißt, wenn wir es schaffen, also du meinst, es ist gar nicht so sehr eine gesetzliche Hürde, das ist mehr eine Hürde von Einstellungen, dass wir immer so die Idee haben, man müsste erst so eine theoretische Qualifizierung haben. Viel besser wäre es, wenn man es wirklich mal über den Schatten springt und sagt, bringen wir die doch gleich in eine Arbeitssituation und damit wird Integration ganz automatisch stattfinden, ohne dass man sich extra Mühe geben muss. Und das ginge, meinst du? Ja, also wir haben schon erste Migranten so in Arbeit gebracht, indem wir im Jobcenter Wetterau beispielsweise, ich darf es auch glaube ich nennen, die Wetterau Druckerei und Verlag, da haben wir jetzt mittlerweile Migranten, die im Prinzip vormittags ihren Sprachkurs machen und nachmittags derzeit ein Praktikum von maximal 4 Wochen und die gehen dann im Anschluss in sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis in Teilzeit und das machen die nachmittags, weil sie ja vormittags ihren Integrationskurs haben und damit ist also eine immense Beschleunigung der Integration also gewährleistet und das ist glaube ich der Weg und wenn man das gesetzlich dann natürlich auch auf die Beine stellt, dass man da sagt, okay, mit einer gewissen Basis an Sprachkenntnissen und Wertevermittlung kann man da direkt auch ansetzen, ohne jetzt den großen, weiten Weg auszuholen oder dass man sagt, lieber Flüchtling, was hast du dir denn überlegt zu werden? Also ich glaube, das ist der absolut falsche Ansatzpunkt, denn dadurch, wie gesagt, verlängern wir sehr viele Mechanismen und das führt einfach auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit. Ja. Und die Orientierung haben ja die Deutschen auch kaum, ne? Ja. Also wir haben ja leider seit was heißt leider? Das ist ja auch mein Arbeitgeber, aber wir haben seit 10 Jahren eben durchaus einige dann auch schon mitgenommen und die sind nach wie vor bei uns. Und da muss man halt sagen, da haben wir uns, glaube ich, zu viele Gedanken darüber gemacht, weil der einfachste Weg ist ja oft der beste. Okay, schönes Beispiel. Schönen Dank für deine Info hier und weiter viel Erfolg heute bei dem Integrationscamp der Wirtschaft. Dankeschön.